Logarithmen oder Exponential oder Potenzgleichungen, die löst man wie ganz normale Gleichungen. Das ist eigentlich nur eine pure Schreiberei, das ist nichts Besonderes. Schreiben vor allem, weil man zum Beispiel Logarithmus zur Basis a von b, so spricht man das, ist gleich c, umwandeln kann. Umwandeln wieder in a, die Basis, hoch c ist gleich b und dann kann man auch die Exponentialgleichung lösen und Potenzgleichungen sind sowieso relativ leicht. Da wird dann gewurzelt und so weiter. Die Tipps dazu und dass das ganz einfach geht, das sieht man eigentlich auch hier. Ich habe auch eine Faustformel, naja, nicht selbst entwickelt, doch eigentlich doch, na egal, mit der kann man ganz schick und ganz schnell die unmöglichsten Logarithmen ermitteln. Na gut. Wie auch immer, das geht auch ohne Taschenrechner. Ich rede schon und in der Zeit kommen hier oben wieder die Tipps. Und jetzt mittlerweile müssten auch gleich jetzt hier diese Links erscheinen zu den einzelnen Playlists bzw. Videos, sodass man die in Ruhe auswählen kann. Also, wie gesagt, wer Gleichungen lösen kann, aber dazu könnte ich hier eigentlich noch einen Link anbringen. Wer Gleichungen lösen kann, der kann das hier auch. Also, das ist nicht so schwer. Einfach probieren, einfach mal. Üben, selber machen. Wenn man es verstanden hat, üben, selber machen, das macht's dann. Und dann wird man schlauer. So, ich wünsche viel Spaß beim Schlauer werden. Na denn.